erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ich möchte zu diesem Evangelium, vor allem zu diesem letzten Satz, drei Punkte machen. Ein erster Punkt. Die drei Apostel, die Jesus mitgenommen hat, Petrus, Jakobus und Johannes, haben etwas real erlebt. Und was wir im Evangelium hören, ist der Versuch, sprachlich zu fassen, was sie erlebt haben. Aber es ist der Vorbehalt, sie sollen das erst weiter sagen, davon berichten, erzählen, es verkünden, wie es ja heißt. Geht nicht darum, die Kleidung
hineinzugehen. Und viele, viele haben Erfahrungen der Gegenwart Gottes. Nicht so spektakulär vielleicht, aber es ist eine ernstzunehmende Erfahrung. Und Jesus wertet das nicht ab, sondern er sagt nur, was ist die Bedingung dafür, dass du über das, was deine eigene Erfahrung ist, so reden kannst, dass dadurch das Evangelium nicht verfälscht wird. Und dasselbe gilt für die Gaben, die sie haben. Gott hat sie geschaffen mit Gaben, Fähigkeiten, Charismen, wie immer man das nennen möchte. Also etwas, was sie gut können und gut für andere können. Das müssen sie nicht kleinreden und sich nicht kleinreden lassen. So als gäbe es so eine typisch christliche Bescheidenheit, dass man über sich selber nur schlecht denkt. Das ist ja verboten. Nein, sie dürfen sich freuen über die Gaben, die sie haben. Gott hat sie ihnen geschenkt und hat sowas damit im Kopf. Aber auch hier gilt das zu sagen, durch das Kreuz hindurch erst kann das, was sie an Gaben haben, so seine Kraft entfalten, dass es nicht zerstörerisch ist, sondern Teil von Gottes Heilsplan. Die Wahrheit Gottes ist gebunden an Kreuz und Auferstehung. Das ist zentrales Evangelium. Das heißt, Gott baut nicht auf die Größe des Menschen, obwohl Gott sie beruft, mit all dem, was groß ist in ihnen, Gott zu dienen und den Menschen. Und mitzubauen an einer Welt, die gerecht ist und etwas von der Ehre Gottes spüren ist. Dazu haben wir die Fähigkeiten und Glaubenserfahrung. Und vor allem die Glaubenserfahrung derer, die nicht von Amts wegen eh schon als verdächtig gelten, die haben vielleicht die wenigsten, sondern von Menschen, die ringen um die Gegenwart Gottes. Wir haben das im Eingangslied gesungen. Von dem erzählen, ja, aber erst wenn er von den Toten auferstanden ist. Also nur durch die Ohnmacht des Kreuzes hindurch kann sich die Kraft des Messias, des Gottessohnes, der unter uns Menschen gegenwärtig ist, entfalten. Das gilt bis heute für die Kirche als auch der Gegenwart Gottes. Und das ist eine spannende Rede. Einerseits ist Gott der Einzige und wir bekennen ihn als den Herrn des Universums, als unseren Vater und Herrn und Gott. Und auf der anderen Seite steht dieses Gebot, dass man, ja, es ist im Grunde noch das zweite Gebot aus dem Dekalog, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, bedeutet ja, dass wir diesen ganzen Großteil nicht für uns, unsere Verkündigung, unsere Kirche, uns selbst oder was auch immer, missbrauchen. Anspruch nehmen, benutzt, sondern Gott ist unverfügbar oder heilig. Ein dritter Punkt. Ich habe es eben schon erwähnt. Ich halte es nicht für Zufall, sondern die Erklärung dafür, warum in einem bestimmten Kulturkreis eine Vorstellung durchsetzen, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber kräftig werden konnte davon, dass Macht begrenzt sein soll. In gewisser Weise gab es in der politischen Philosophie der Antike, Griechenland das bereits, aber dort war es natürlich die Macht einer kleinen, sklavenhaltenden Elite. Und die haben das dann unter sich ausgemacht, was sie dann Demokratie genannt haben. Aber dort, wo das Christentum dann hineingekommen ist mit ganze Spannungsreiche, das ich eben beschrieben habe, in das politische Geschehen dieser Welt. Dort ist genau diese Spannung aufgebrochen. Sie kennen das vielleicht noch im Schulunterricht, dieser dauernde Streit zwischen Papst und Kaiser. Das ist genau diese Grenze, dass eben Gott nochmal menschliche Macht begrenzt. Und natürlich die Versuchung dann ist, diese menschenverliehene Macht in den Strukturen der Kirche ihrerseits wieder zu gebrauchen, zu missbrauchen. Aber ich denke, bis heute ist es entscheidend, nehmen Sie es daran, das Wesensmerkmal von Demokratie ist nicht, meiner Ansicht nach, nicht die Herrschaft der Mehrheit. Das macht Demokratie nicht aus. Es gehört dazu, aber das macht sie nicht aus. Sondern das Wesensmerkmal von Demokratie ist die Achtung.
Achtung des anderen und anderes Denkende auch dort, wo er in der Minderheit ist. Das ist das Entscheidende. Und nur dann kann es auch einen demokratischen Wechsel von Mehrheit und Minderheit geben. Dort, wo eine Mehrheit meint, in dem Augenblick, wo ich 51% habe, darf ich alles machen, ich bin doch die Mehrheit, dort ist Demokratie am Ende. Ein Präsident, der von sich selbst behauptet, dass mit seinem Antritt nun die Zeit des demokratischen Wechsels vorbei ist und endlich das Volk an die Macht gekommen ist. Gibt es ja sowas. Das stellt präzise die Grundlage der Demokratie in Frage. Das ist genau dasselbe wie die Diktatur des Proletariats zu kommunistischen Zeiten. Das ist Atheismus pur. Es leugnet die Gegenwart Gottes, die menschliche Macht begrenzt. Und sie mag noch so sehr im wohlverstandenen Interesse der Mehrheit sein. Und genauso ist ein politischer Machtanspruch atheistisch. Er meint, ich bin das Volk und alle, die mich irgendwie kritisieren, sind verlogene Presse. Ich glaube, das ist der ganz zentrale spirituelle Punkt. Ein Gespür dafür zu haben, dass dort, wo das Erlebnis ist von Macht und Herrlichkeit, ich davon nur reden darf durch das Kreuz hindurch, durch die Gebrochenheit des Menschlichen hindurch, durch den Tod hindurch. Das ist ein komplizierter Gedanke, ich weiß. Und ich kann es Ihnen gerne noch mal eine Ecke komplizierter machen. Eine Klammerbemerkung. Nämlich, es ist ein bisschen kompliziert. Es ist eine ganz perfide Form, die sich durch die Hintertür nochmal eine eigene Absolutsetzung einschleicht, nämlich dort, wo sich Menschen selber definieren als Opfer. Das ist deswegen perfide, weil natürlich einerseits stellt in unserem Glauben durch das Kreuz wird das Opfer in den Mittelpunkt gestellt. Wir sollten als Christen gelernt haben, zu schauen, was ist das Opfer der Gewalt und der Herrschaft und der Macht und der Strukturen, weil in der Mitte unserer Kirche ist das Kreuz. Und es ist beschämend genug, wie oft in einer entweder von sich selbst berauschten oder völlig verunsicherten Kirche, beides gibt es ja, das Opfer nicht gesehen und ausgeblendet wurde, selbst dort, wo die Opfer Kinder waren. Aber dann gibt es, das meine ich mit den Perfiden, wo sich sozusagen das umkippt, dass aus dem Status des Opferseins das absolute Recht abgeleitet wird, jetzt zu bestimmen. Es sind, glaube ich, ein paar unter Ihnen, die das gut nachvollziehen können, weil sie aus Polen stammen. Das ist in der polnischen Spiritualität seit dem 19. Jahrhundert etwas ganz zentral verankertes, ganz ähnlich übrigens auch im Serbischen. Nämlich aus einer Nation, die sich selbst als Opfer sieht. Das große Stichwort im Polnischen ist der Christus der Völker, die Nation als Christus der Völker, dass eine Nation, die sich selber sieht, als Opfer und daraus den absoluten Anspruch auf Herrschaft der Nation ableitet. Es ist in sich widersprüchlich. Es ist auf eine ganz interessante Weise dasselbe wie manche Form des Feminismus und der Gender-Debatte. Aus der Tatsache der Diskriminierung von Frauen oder Homosexuellen auf ein Opfer wurde, sich anmaß definieren zu können, wie Kinder in der Grundschule über Sexualerziehung erzogen werden müssen. Sie merken, es ist eine spirituelle Sache. Es ist immer noch mal zurücktreten, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, die uns erscheint, die Kraft, die auch aus der Erfahrung, dass ich über mein eigenes Opfersein sprechen kann, sehen und das nochmal anvertrauen dem Kreuz und durchzugehen durch diese Gebrochenheit des Menschlichen, in der Gott uns erscheinen will. Es ist niemand von uns Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber wahrscheinlich bin ich dann doch nicht der Einzige in der Versuchung, so als kleiner Präsident sich zu fühlen. Als Vater oder als Mutter der Familie, als Priester in der Kirche zumal, als Menschen, denen Gaben geschenkt sind, Menschen, die ihm vertrauen, und das fühlt sich gut an, wenn Menschen ihr vertrauen, und sie merken, die Versuchung sozusagen, dieses Vertrauen und das, die
Gutes mir tut, dass Leute mich positiv sehen, für mich zu benutzen. Statt es loslassen zu können und der Gefahr, dass ich Menschen von mir abhängig mache, dadurch lehre, dass ich auf diesen Gott verweise, der in all seiner Größe und Macht und Herrlichkeit nicht von sich abhängig macht, sondern ins Kreuz hineinführt und damit in die große Freiheit der Liebe, die annimmt, indem sie hingibt. Ein großer Bogen am Beginn der Fastenzeit, ich weiß, aber ich glaube, es lohnt sich, dass wir immer neu versuchen, da mal nachzusehen und bei uns selber zu spüren, wie ist die Herrlichkeit Gottes in den kleinen Erfahrungen, die ich habe, so gegenwärtig, dass ich sie hineingeben darf in das Leben und Sterben Jesu Christi. Damit wir lernen, darüber zu sprechen, es zu verkünden, es in diese Welt hineintragen können, ohne uns selbst damit zu verkünden, sondern ganz nur diesem Herrn und Gott, dessen Herrlichkeit diese Welt so unbeschreiblich nötig hat.